The Old Guard, ein neuer Actionfilm auf Netflix mit Charlize Theron, mit Matthias Schönertz, mit Chiwetel Ejiofor, mit einer relativ bekannten Darstellerin, zumindest wenn man sie mal googelt, würde ich sagen, obwohl Charlize Theron kennen wahrscheinlich die meisten von euch auch so, eine Graphic Novel Verfilmung, das heißt, das Ganze beruht auf einer gezeichneten Vorlage und soweit ich weiß, ist die auch relativ bekannt, also auf Netflix wirft jetzt mal, ich sag jetzt mal ganz verallgemeinernd, eine Comicbuch-Verfilmung mit in den Ring auf dem Markt, der eh schon sehr, sehr groß ist und will sich damit aber direkt auch ein bisschen abgrenzen von der klassischen Comicbuch-Verfilmung. Ich werde das jetzt weiterhin so sagen. Und dabei handelt es sich um eine Geschichte, die sich um ein paar Söldner dreht und diese Söldnergruppe ist unsterblich und das mag vielleicht am Anfang ganz schön klingen, letztendlich sind sie aber alle massivst frustriert und wütend über ihr ewiges Leben. Das heißt, manche von denen sind schon so lange auf diesem Planeten und kämpfen schon so lange für das Gute auf diesem Planeten, dass sie heutzutage einfach nur noch frustriert sind darüber, dass sich einfach nichts ändert. Und in diese Gruppe kommt eine neue Rekrutin sozusagen, die ebenfalls entdeckt, dass sie unsterblich ist. Und dann bricht die Hölle los. Und dabei will ich es auch insgesamt belassen. Letztendlich ist das ein durchaus sehr interessantes Setup und ist eine interessante Prämisse. Klar, Superhelden, wenn ich das jetzt auch so vereinfacht sagen kann, sind oft relativ unsterblich, aber so richtig umgegangen mit der Unsterblichkeit wird letztlich nicht. Und dass wir es hier eigentlich mit relativ normalen Menschen zu tun haben, die aber halt schon seit Jahrhunderten oder vielleicht sogar noch länger auf unserem Planeten sind und sozusagen immer wieder versuchen, sich für das Gute einzusetzen, ist eine grundsätzlich sehr interessante Prämisse. Und The Old Guard macht das Ganze weniger Comicbuch bunt wie The Avengers oder so, das braucht man sich hier gar nicht erwarten, sondern eher Charakter-Drama-Komplex, zumindest versucht er das. Also der Fixpunkt oder darum, wo es im Kern dieser Geschichte letztendlich geht, ist nicht die Action, ist nicht irgendwie so ein krasser, fieser Bösewicht oder so, sondern tatsächlich die Last des ewigen Lebens. Und das ist durchaus sehr interessant. Und der Film versucht, wie gesagt, sich in dieser Hinsicht auch als Charakter-Drama zuallererst zu präsentieren. Der Film ist 2 Stunden lang, es gibt diverse Action-Szenen und natürlich ist das ganze Setup auch ein bisschen abgefahren, aber im Großen und Ganzen versucht die Regisseurin, die tatsächlich noch nie mit einem Actionfilm in Berührung gekommen ist vor diesem Film, die Charaktere und deren Last in den Vordergrund zu rücken. Wir haben hier relativ viele Szenen, wo Leute einfach miteinander reden, ruhigere Szenen, die ganze Atmosphäre ist relativ deprimiert, der Film ist auch in sehr kalten, düsteren Farben gehalten und das fand ich nett, das fand ich zumindest vom Ansatz her sehr, sogar ziemlich cool, weil das so ein bisschen aus dem Pool vieler Filme aus dem ähnlichen Genre herausstechen kann. Jetzt lädt sich dieser Film aber auch sehr, sehr viel auf. Wir haben hier die Old Guard-Truppe, das sind 5 Leute, glaube ich tatsächlich. Und dann haben wir noch 2 Bösewichte, dann haben wir das gesamte Setup der Figuren. Wo kommen sie her? Wie gehen sie mit ihrer Unsterblichkeit um? Was haben sie schon gemacht? Was ist ihre Last? Was sind ihre persönlichen Hintergründe? Dann haben wir theoretisch auch noch einen Hauptplot, auf den ich jetzt nicht näher eingehe, der aber relativ generisch und nebensächlich ist. Und wie gesagt, 2 Bösewichte, die ja noch ihre Hintergründe, Motivation haben. Dann versucht die Old Guard ganz im, ich sage es wieder, Comicbuch Geiste gleich mal auch eine ganze Welt vorzubereiten, denn ja, dieser Film spielt auf Sequels an, das heißt, es soll Fortsetzungen geben. Das Graphic Novel an sich hat ja auch mehrere, ich sage jetzt mal Abenteuer, würde ich schätzen, die The Old Guard erlebt, das heißt, da gibt es sicher viel Futter, aber der Film versucht halt unheimlich viel unter seine Haube zu bringen und damit fällt er in eine Falle, in die viele Comicbuchverfilmungen oder Heldengeschichten aktuell fallen, obwohl der Film sich ja, wie ich schon gesagt habe, tonal davon sehr abgrenzt. Und zwar, dass er sich viel zu viel vornimmt. Anstatt dass er hier eine relativ straighte Geschichte erzählt, setzt der Film voraus, dass man sich als Zuschauer unheimlich schnell mit den Charakteren identifiziert und sich in sie hineinfühlen kann. Denn für mich fühlte sich The Old Guard fast an wie der 2. Teil einer Geschichte. Als wäre davor schon was passiert, was man eigentlich hätte sehen müssen. Denn, wie gesagt, der Film hat so unheimlich viel Exposition und so viel Setup, weil er diese gesamte Welt vorbereiten muss, die gesamte Geschichte haargenau oft erklären muss.
und dann auch noch so viele Figuren hat, die er alle vorstellen will und komplex machen will. Und der Film versucht, also lebt, sage ich jetzt mal, davon, dass man als Zuschauer emotional mit diesen Figuren mitfühlt. Und dafür tut der Film auch viel. Bei mir hat es aber nicht so sonderlich funktioniert, weil es mir einfach insgesamt too much war, was da passiert ist. Und weil der letztendliche Hauptplot und der Bösewicht des Hauptplots, übrigens gespielt von Harry Potters Cousin Dudley, so blass waren und leider relativ uninteressant, dass das Zeit von der Uhr genommen hat. Also hier hat man einfach versucht, zu vielen verschiedenen Strömungen in meinen Augen gerecht zu werden, was schade ist, weil der Film, wie gesagt, vom Grundsatz her sehr interessant ist, aber gerade ich war halt nicht groß emotional involviert in die Sache, leider. Und davon lebt der Film in vielerlei Hinsicht. Was dann auch dazu führt, dass es in diesem Film unfassbar viele Expositionsmomente gibt. Es gibt sehr viele Momente, einfach weil der Film keine Zeit hat, wo Figuren in einem Raum stehen, der Film anhält und dann sich eine Figur hinstellt und sagt, ich bin der und der, ich komme da und daher, meine Motivation ist dies und dies und das ist meine Last und mein Leiden und das habe ich vor. Und das ist halt das komplette Gegenteil zum schönen Show-Don't-Tell-Verfahren. Der Film erzählt und erzählt und erzählt dir unaufhörlich, was du fühlen solltest als Zuschauer, aber man fühlt es nicht so richtig. Ich will es aber nicht nur haten, ich fand ihn jetzt nicht furchtbar oder so, was vor allem daran liegt, dass die Darsteller zum einen wirklich ziemlich cool sind. Ich mag Matthias Schönherz sehr gern, Charlize Theron ist immer sehr tough und sehr cool und die bringen hier schon genug Charme und Sympathie rein, dass ich durchaus Sympathie für die Figur empfunden habe. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht großartig mitgefühlt, aber ich habe Sympathie für sie empfunden. Das lag hauptsächlich an den Darstellern tatsächlich. Sonst insgesamt, der Film, wie gesagt, fokussiert sich vielleicht ein bisschen mehr auf die Charakterseite der Geschichte, aber er hat natürlich auch Action-Szenen drin und die sind zwar nicht großartig, aber ambitioniert. Ich will jetzt hier nicht anfangen, so zu tun, als wäre das hier John Wick 4 oder so, aber dafür, dass die Regisseurin noch nie in Kontakt mit Actionfilmen gekommen ist, versucht sie zumindest, die Action-Szenen sehr dynamisch zu inszenieren und auch zu choreografieren. Wir haben hier sehr viele Schießereien und die Schießereien haben schon interessante Choreografien drin und die Kämpfe sind ab und zu relativ heftig, weil der Film auch ab 16 ist, spritzt hier auch dann Blut und so weiter. Das ist schon gut gemacht. Das ist nicht überragend und auch nicht so toll, dass der Film halt für mich als Actionfilm total bestehen kann. Aber die Action-Szenen, wenn sie dann mal kommen, so unfassbar viele gibt es nicht in den 2 Stunden, sind insgesamt sehr unterhaltsam. Und ich würde tatsächlich The Old Guard trotz der starken Kritik 6 von 10 Punkten geben, einfach aus dem Grund, weil ich mir ein Sequel tatsächlich anschauen würde. Weil ich das Gefühl habe, jetzt nach dem ersten Film, der so ein bisschen mehr als Prolog dient und irgendwie versucht hat, 15.000 verschiedene Motivationen, Geschichten und so weiter in sich zu vereinen und darunter halt auch so ein bisschen zusammengebrochen ist, dass jetzt ich genug mit den Figuren verbunden bin, dass ich jetzt eine straighte Geschichte in einem Sequel interessant finde und mir es auch gerne anschauen würde. Weil die Welt ist interessant, die Prämisse ist interessant, die Darsteller sind cool und insgesamt ist da auch inszenatorisch genug Können vorhanden, dass das Spaß macht insgesamt. Der Film an sich, ich weiß nicht, wie man es hätte simpler machen können, aber ich glaube, ich hätte es schöner gefunden, wenn der Film eben nicht versucht, 50.000 verschiedenen Geschichten und Figuren gerecht zu werden. Allerdings schön, dass er den Ansatz des Charakterdramas wählt und die Figuren versucht, in den Mittelpunkt zu rücken. Immerhin zumindest, sagen wir so, der Anspruch des Films gefällt mir gut. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann like, subscribe uns gern, gebt uns ein Like, abonniert, das hilft uns, unserem Channel weiter und dann wünsche ich euch ein schönes Streaming-Wochenende und sage ciao, ciao.